Und damit willkommen zurück zu Let's Play World of Final Fantasy. Das Finale steht an. Drumroll, please. Ready to start the operation? Und ja, sind wir. Oh, good. Then Operation Salvation is so on. Operation Salvation. You don't have to hunt down the Summoners or the League of S. I can get the word out. Okay. Na dann. Auf zum Finale. Okay. It's go time, Rain. Right. Immerhin war ich so weit richtig, dass wir wirklich hier hoch müssen. Dass hier das Tor war. Ups. Aber ja, natürlich war es hier. Wo auch sonst. The Ultima Gate. What do they hope to achieve? Hey. Hm? What are you doing? For the win! The champions have come. Oder habe ich das? Kann das sein, dass ich das schon gemacht habe? Es kommt mir gerade sehr bekannt vor. Habe ich einfach nur auf den Sack bekommen? Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach verloren habe beim letzten Mal. Ja, haben wir. Ah. Okay, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich hier das alles schon gemacht habe. Und ich glaube, ich einfach nur gegen Brandalus verloren habe. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Genau, jetzt muss ich einzeln gegen die kämpfen, ja. Ich erinnere mich, tatsächlich, das hatten wir alles schon mal. Ich habe nur verloren. Es kann durchaus sein, dass ich wieder verliere. Nur mal so. Weil so viel stärker bin ich, glaube ich, gar nicht geworden. In der Zwischenzeit. Aber gut, wir werden sehen. Und sie war einfach nur schwach gegen Wasser und Dunkelheit. Und ich hatte sogar Aquara. Na, schau mal einen an. Au. Sie hält sich damit auch noch. Aber kriegt dann selber meine Flammenspitzen noch ab. Insofern. Alles gut. Alles klar, aber. Noch ein Aquara. 6700 Punkte, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gegen alles andere bin ich irgendwie resistent oder immun oder irgendwas. Nur gegen Eis eben nicht. Aber gut, auch das haben wir. Genau, und jetzt kam nämlich die Szene mit den Eltern. Genau, und jetzt nochmal mit beiden gegen sie. Die Analyse haben wir trotzdem nochmal rein. Sind die Schwächen so geblieben? Ja, sind sie. Wunderbar. Das heißt nämlich, einfach weiter Kreuzprügel. Und Aquara. So, und jetzt geben wir ihr einfach so noch ins Gesicht. Wunderbar. Soweit, so gut. Aber das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon.
So, da kommt Brandilis. Der Kampf wird jetzt wieder ein bisschen interessanter. Wobei der Kampf selber anscheinend noch nicht. Dann machen wir mal ein bisschen Vitra. Und sehen mal zu, dass wir uns ein bisschen heilen hier. Ja, jetzt macht er eine arkane Bewaffnung. Wäre zu dem Angriff eigentlich gar nicht mal gekommen. Da wird einfach komplett ausgekontert. Wir machen jetzt hier einfach kurz sammeln. Ein bisschen AP mehr übrig zu haben. Nutzen die auch gleich für Rain. Und Rain beendet den Kampf. So. Okay. Do you see? I have infinite life and power beyond all limits. There is no force that can stand before me. Not even the champions of this A-world can vanquish me. So, your choice. Will you bow before my rules? Or will I watch you snap as the rules of my world break you? So, Heldenembleme können nicht genutzt werden. Wir machen die Analyse. Nur um zu sehen, dass er halt keine Schwächen hat. Und gegen nahezu alles resistent ist. Und dann gehen wir ihm ins Gesicht. Das müsste ich sogar einfach absorbieren, oder? Aha. Ich absorbiere da auch noch so wenig HP von. Schade. Ah, jetzt kommen die ganzen Statusveränderungen. Warte mal, ich hatte aber doch, glaube ich, genau das da. Dann lass mal kurz Rain. Achso, es war Rain. Verdammt. Ne, passt schon. Dann einmal Allheilmittel auf Lan. Und Rain nutzt Vitaga. So. Komm schon. Ich wieder alles drauf auf mich. Dann einmal Vitra aufladen. Aeroka. Da Resistenz und trotzdem 1900 Schaden und von einem Feuka erhole ich mich nur um 100. Voll der Beschiss. Heilmittel auf Lan. Okay, jetzt kommt das Ding wieder.
Heilmittel auf Rain. Ja. Gegenstände. Setz mal einen Übertrank auf dich selber ein, bitte. 3. Wo? So, jetzt müssen wir ihn verteidigen. 1. Vega Flare Kanone. Noch 1000 Schaden, ey. Aber gut weggesteckt. So. Diesmal sieht es auch sehr gut aus gerade. Viel Schaden her. Der ist nämlich fast K.O. Er wird aber irgendwie mal schneller, habe ich das Gefühl. Mal kurz einen Übertrank auf mich selber. Chaotischer Impuls. So, Gegenstände. Königsdaune. Oh. Es geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Der wird echt immer schneller, ey. Das ist krass. Einfach dadurch, dass er so mega schnell ist. Hast du einen Schluck was getrunken? So, du darfst einmal Vitaga einsetzen. Und du haust jetzt weiter auf ihn drauf. Wir haben ihn gleich. Komm. Aua. Chaos Schock, okay. Komm, hau den weg. Yes! Wir haben ihn. Das war heftig. Einfach dadurch, dass er am Ende so schnell wird. Meine Güte. Aber er steht bestimmt wieder auf, oder? Mhm. No. Is it done yet? Almost. Just a little more time. Really? Is that all? Dasselbe wie damals? Concentrate. Focus on the cage so it only encases him. Right. Der kommt aber trotzdem durch. Come on! We're not going to make it! Lady Luz, help us! A cage within a cage. Focus. Imagine nesting many cages together. Dad! Rain, you need to be the strong one. Don't let Lon's power overtake him. Keep control. Mom?
Okay, mehrere Schichtenbarriere letzten Endes. Rain, you ready? Yeah. Jawohl. Such power is not possible. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, ob er da vielleicht trotzdem noch raus. Oder können wir jetzt einfach in das Portal reinschmeißen? Okay, das sollte ich mal. Portal holt alle Miragen wieder zurück, alle Machina. Boah, Echo hat's fast mitgezerrt. Na gut, sie haben ihre eigenen Miragen, die sie beschützen. Dass nicht in das Portal gezogen werden. Jawohl, alle dahin zurück, wo ihr herkommt. Er ist immer noch da. Na, er wird aber auch reingezogen anscheinend. Huch. Keine Ahnung. Okay. Einfach ein Tritt ins Gesicht. Voll ans Kinn. Und Tama in seiner Fuchsform. Rettet Howin. Wieder Schlag auf Schlag. Nein, diesmal eine Uppercut. Jawoll! Wie ist der Move? Ich hab's vergessen. Ich hab zu wenig Street Fighter gespielt. Hadoken ist der Energiebestrahl und was war das? Shoryuken, glaube ich. Tritt einfach gegen den Kopf. Use those to keep Grimoire safe. You'll find all the other Prismariums with Seraphie. Huh? What are you saying? The Dyad has done enough damage. It's time for us to leave for good. You can't. I don't. Everything's going to be better, Wynn. Once we go through, the portal will vanish. So these trash cans won't ever be able to meddle in your world again. But what about you? Hey! Get those corners turned up. You don't want your happiness spilling out. Tama, take care of Wynn and Grimoire for us once we're gone.
thank you for everything! Here goes! Owen, Wynn! All of you! Sorry we put you through so much grief! Goodbye! Goodbye! Take care! We'll see you around! Tatsächlich, das Portal verschwindet. Und Lan Rain mit ihm. Aber warum? Hätten sie das jetzt nicht anders lösen können? Ihn einfach so reinkicken? Wie kam jetzt plötzlich der Entschluss dazu, da mit durch das Portal zu gehen? Und wo landen sie jetzt? So gesehen sind sie immer noch mit Brandilis dann zusammen. Auf der anderen Seite. Hä? They brought us so much bad and good. And then they just swept it all away in the end. I'll say, the two of them were a force of nature. Maybe I'll take a leaf out of their playbook. And go a little crazy for a change! Oh, please. Your current crazy levels are hard enough on us. Well, at least Rain and Lan seem like they're gonna be okay. Yes. If they stay together, we have nothing to worry about. Okay. It's our turn. Grimoire's gonna need some fixing up. It's gonna be a lot of work. Well, see ya. Hallo, Anna. Thanks, you two. You can rest now. Well done. Wie, wir können uns ausruhen? Wir sind auf der anderen Seite des Ultima-Portals mit Brandilis. Wer weiß, was da los ist? Sind wir jetzt in der Welt der komischen Götter, oder was? Oder wo sind wir jetzt? Wo sind die beiden? Okay, und ein Credit Dance. Sehr schön. Oh Gott, das Spiel. Und das sind Lan Rain wieder. Und tanzen mit. Also richtig viel. Es gibt eigentlich noch so viele offene Fragen. Was passiert mit Lan und Rain auf der anderen Seite? Was, wo ist die andere Seite? Was mit Anna Crow? Es gibt was mit anderen neuen Rittern? Was ist mit den Göttern und den anderen Welten? Also. Ich meine, es sind die neuen Ritter. Das sind ja mindestens 9. Oder waren es sogar mehr? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich denke mal aber, weil es 9 heißt, dass es 9 sind. Aber wir haben ja nur gegen einen gekämpft. Alle tanzen hier vollkommen fröhlich rum und ich habe keine Ahnung, was los ist, ey. Trotzdem für die ganzen Charaktere tanzen zu sehen. Ich
vermute mal auch, dass die, die das singen, wirklich die Synchronsprecher sind von denen. Letztendlich sind wir ja dann doch bei Englisch geblieben die ganze Zeit. Ich muss es irgendwann mal auf Japanisch nochmal durchspielen. Einfach nur, um die japanischen Stimmen zu hören. Nochmal. Weil die waren auch nicht schlecht. Ist das Shantotto? Nein, das ist Shantotto. Oder? Keine Ahnung. Oh meine Güte, ey. Am Ende geht's aber voll ins Lustige über. Ihr singt ja nicht mehr, ihr quatscht jetzt irgendwas. Wenn der Crows Figur auch die ganze Zeit im Mund bewegt, wird es wahrscheinlich wirklich die Synchronsprecherin von ihr sein, die da singt. Zusammen mit Tama und Seraphie. Auf einmal auch Cloud am Rumtanzen. Das ist so gut. Solche ernsten Charaktere einfach auch tanzen zu sehen, auch Squall. Oder Lightning. Ich frage mich, wann sie das einchoreografiert haben. Bye bye. Oh Mann. So, hallo Refia. Stimmt, du hast nicht mitgetanzt. Warum nicht? Mann, Refia. Ganze Charaktere jetzt noch, die eben nicht mitgemacht haben. Von denen ich größtenteils echt die Namen wieder vergessen habe. Okay, Bards kenne ich natürlich. Ist ja nicht umsonst eine meiner Lieblingskarten aus dem Kartenspiel. Denn Bards hat alle Jobs. Eiko. Eiko hat auch nicht mitgetanzt, aber es waren einige der Beschwörer dabei. Vivi. Riku. Interessant auch, dass Riku, fällt mir jetzt gerade auf, in ihrem 10-2 Outfit ist, während Yuna in ihrem 10-1 Outfit ist. Fraglich warum, aber mein Gott. Weil Yuna in 10-2 wahrscheinlich nicht so die Beschwörerin war. Also sie wollten sie hier halt als Beschwörerin haben. Gilgamesh. Ich liebe ihn. Der und Bartz, das waren echt das Geilste in diesem Spiel. Die Konversation zwischen den beiden, das waren einfach so, so gute Sachen. Das war so lustig. Aber allgemein, das sind die ganzen Charaktere und die ganzen Beziehungen zwischen den Charakteren in diesem Spiel so gut gelungen, meiner Meinung nach. Echt mega gut gemacht. Tifa zum Beispiel auch. Tifa ist halt einfach mal in ihrem Nibelheim-Outfit von 4 Jahren vor Final Fantasy VII, während Cloud halt im normalen Final Fantasy VII ist. Und Shaker kommt halt eigentlich aus 6 Jahre nach dem Spiel, Dirge of Severus, nach dem Originalspiel. Also, die sind auch aus verschiedenen Zeitepochen so ein bisschen zusammengewürfelt worden. Mal davon abgesehen, dass ja natürlich sowieso aus verschiedenen Welten die Leute zusammengesucht wurden, aber okay. Das Mädchen ohne Namen. Wir würden nochmal als kleines. Haben wir sie überhaupt mal so klein gesehen? Sie bleibt auf jeden Fall stehen. Vielleicht wurde sie nur nochmal als extra so dargestellt, weil eigentlich war sie ja die einzige Hühnin, die immer Hühnin war. Letzte Hühnenbeschwörerin.
Ich glaube, so in der Version haben wir sie noch nie gesehen. Wurde sie hier vielleicht einfach nur eingebaut. Um nochmal zu zeigen, wie sie denn ausgesehen hätte als Lillian oder wie auch immer das genannt wird. Geht noch eine Szene. Oh, I nearly forgot. You both have a reward coming. Don't you hate when you say all your goodbyes and then find out you're not leaving? It's the worst. Let's just roll with it. One thing about Grimoire, it never gets old for me. What? Zeig mir dein Lächeln. Trophäe erhalten. Jetzt sind sie wieder zurück? What? Aber als Miragen? Oder sind... Hä? Kampfstabe können nun ohne Lan und Rain gebildet werden. What? Du hast wohl immer noch nicht genug von Grimoire, ja? Nun, wenn das so ist, ich habe ein paar vollkommen neue Areale für dich erschaffen. Bereit? Dann mach dich auf den Weg zum Zimmer des namenlosen Mädchens. Die Tore zu den neuen Arealen warten dort auf dich. Jetzt habe ich die Möglichkeit einfach zu sagen, ja, dass ich sowas mache. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel einen Kampfstapel nehmen würden. Wie ihn hier. Ich habe halt gerade keine gescheite mittlere. Aber das ist interessant. Ich kann also jetzt Kampfstapel ohne die beiden bilden. Die Frage ist halt, wird man dadurch wirklich stärker? Das müsste man mal mit richtig starken Miragen vergleichen. Und jetzt? Okay. Okay, wir sind im Postgame. Na, ich habe eigentlich gerade gespeichert, aber egal. Und im Zimmer des namenlosen Mädchens sind neue Tore. Gehen wir mal kurz erstmal hier rein. Es gibt so oder so noch einiges zu tun, aber... Hi. Hast du ein paar neue Gegenstände? Sieht nicht danach aus. Das Seraphöne könnte ich aber wieder mitnehmen. Ja, aber ansonsten hat er trotzdem nichts Neues. Na gut. Wir schauen nur noch mal kurz in das Zimmer. Und ob es da jetzt vielleicht noch irgendwas Neues gibt. Aber ansonsten haben wir das ja jetzt geschafft alles. Ich kann noch mal mit Hammer und Seraphie reden. Shall we? What now? Who's... Ist jetzt irgendwas Neues? Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, es gibt noch zum Downloaden verschiedene Sachen. Dass man neue Arena-Kämpfe und so ein Zeug hat, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht der Fan von. Das werde ich also wahrscheinlich größtenteils einfach auslassen, aber ich will nochmal mit euch hier reden. I can't explain how the great it is to see you. I feel so warm and the fuzzy inside. Tinkle, 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 tinkle. Warm and the fuzzy on the inside. Cold and wet on the outside. Seraphie is in charge of... Here. Much like me, the prism case will mature over time. Something to look forward to. You haven't ever been... Not...
Interessant, interessant. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Und ich finde es auch interessant und cool, dass es tatsächlich nach dem ganzen Spiel, also wir werden jetzt nicht wieder davor gesetzt, sondern es spielt nach allem. Frage ist zum Beispiel auch, kann ich jetzt nochmal hoch zum Ultima-Portal? Da schaue ich noch kurz. Ich schaue kurz nochmal nach dem Ultima-Portal. Ob da jetzt nochmal irgendwas ist. Und dann im nächsten Part machen wir uns auf, um uns die Burg der X9 nochmal anzuschauen. Und zu schauen, ob wir dort nochmal hin können. Ja, genau so machen wir das. Jetzt einmal kurz hier hochschauen und einmal dann da hochschauen. Hört sich doch nach einem perfekten Plan an. Okay, sieht aber nicht so aus, als wäre hier jetzt wirklich irgendwas. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Part, wenn wir uns auf zur Burg der X9 machen. Denn da soll ja anscheinend auch noch was sein. Also, wir sehen uns. Bis dann.